gibt er den Kick doch. Ja, okay, das ist der 60er oder so. Also ich würde sagen, er ist größer als meiner. Ja, nee. Oh, was liegt denn hier? Ein Maßband. Das schreit nach dem ultimativen Bizepsmessen. Ich fordere euch heraus. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kim Wolter. War natürlich alles Quatsch, wir haben uns alles vorbereitet. Aber da ihr euch dieses Video gewünscht habt, setzen wir das natürlich für euch um. Ich habe mir hier die Creme de la Creme der deutschen, es gibt natürlich noch ein paar andere gute Bodybuilder, aber hier stehen auf jeden Fall schon wirklich die Topscorer in Deutschland. Ausgenommen mir. Aber die drei sind, glaube ich, weit vorne. Und da haben wir uns gedacht, wir machen uns mal einen kleinen Spaß, messen mal unsere Ärmel für euch. Die Jungs haben natürlich auch alle eigene Social-Media-Kanäle, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die könnt ihr gerne mal abchecken, denn dort bekommt ihr auch nochmal ordentlichen Bodybuilding-Content auf die Mütze. Ja, Fabian. Nein. Ohne Pump. Okay. Mal alle rechts, ne? Alle rechts. Ja, ich weiß den größten Arm, oder? Ja. Okay, jetzt mal rum. Will jemand eine Schätzung vorab geben? Ja, also ich schätze, warte mal, Aldin schätze ich mit 47. Ich hätte 48 gesagt. Ah, dann sage ich 48. Ja, hätte ich auch gesagt, 48. Jetzt schreibt es in die Kommentare, bevor es rauskommt. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was schätzt ihr? Wer hat den dicksten Bizeps von uns? Tobi Hane, das Übermonster mit 140 Kilo. Ich mit 120 Kilo. Oder doch der extrem definierte Fabian Meyer mit 110 Kilo. Oder Aldin Aljagic, unser Classic-Athlet. In der Offseason gerade in die Prep gestartet. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Bin ich aber auch neugierig. Oh! Das ist dann 49, oder? Ja, das ist 49. Das ist genau eine 49. Und Fabi hat gewonnen. Ciao. Nee, Fabi hat gewonnen, wegen Schätzen. Ja, so. Ich habe 49er Aua, aber was ist los? Gut, Alter. Das kann noch ein 50er werden. Ja! Schwer, Alter. Aber mit dem sieht halt so groß schwer aus. Also ich würde sagen, er ist größer als meiner. Ja, nee. Würde ich auch sagen. Okay. Aber ich sag 49. So, Fabi. Kicken wir mal. Bin ich echt gespannt. Ja, guck doch diesen Oberhalt. Guck doch diesen Arm an, wirklich. Der sieht der ist Sklain. Oh, 49. Krass. Ja, wer 49 gesagt? Guck mal, ich bin nur auf diesen gleich groß. Du, Arm. Ne? Ja. Meine Arme sind halt schmal, ne? Deine sind halt wirklich voluminös. Wollen wir jetzt bei dir messen? Messen wir mal bei mir. Jetzt bin ich selber mal gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was für einen Armumfang ich habe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal gemessen habe. Ich sag Schätzung bei Kevin 51. Das letzte Mal habe ich gemessen, da war es 44. Also es ist so ein, zwei Tage her. Ist schon groß. Der ist schon, ja. Ich würde sagen, so. 52, 51,5. Ah, das wollte die Song. Ja, ich würde auch sagen 51. 51 sagst du? 51. 52,5? Ja, dann muss ich auf 52. Okay, gut. Also ich persönlich schätze unter 50. Nein. Dann komm mal her, jetzt hier. Ich bin echt neugierig gerade. Ne? Das Ding ist dick, du, das ist hier. Wir haben so 50,3, würde ich sagen. Ja. Warte. Noch bei anderen. Fast schon 52. 51,5? Zufällig? Oder ist schon Nein, 52. Eher 51,8. Oh. Unentschieden! Wir haben gewonnen jetzt. Ich glaube, ihr habt 52 gehabt. Ja, wir sind ja dran. Ah. Wollen wir jetzt den Turbo? Dann wollen wir jetzt immer. Gedacht, 52, über 50 hätte ich nicht gedacht. Wer möchte denn noch? Ja, was sieht man da bei dir, Kevin, auch? Und noch eine kleine Werbeunterbrechung, Freunde. Wenn ihr momentan Supplemente braucht, und zwar nicht irgendwelche Supplemente, sondern die besten Supplemente zum besten Preis, egal ob ihr ERAs braucht oder einen Booster braucht oder Whey braucht, checkt einfach mal ESN ab. Gibt's mit dem Gutscheincode Kevin Rabatt auf alles hier. Das ist das 60 oder so? Nein. 60 wäre schön. 54. Na, ja, das ist doch 50. Warte. Wir gucken mal richtig hier. So. Nee, mal unten. 53,5. Ich hab recht. 53,5 nur? Ja. Oh, ich muss trainieren. 53,5. Alter, du hast 53,5 gesagt. Du solltest den schlechten Bock anlegen. Ja. Warum zweiten Anfang überhaupt? Er hat die größten Arme und am meisten dafür geroastet dann noch. 53,5. Kalt. Mächtig. Vermunden. Nee, warte. 53,5. Fertig. 51,5. Ja. Der. 49. Du hast auch 49. Ja.
Interessant. Ja. Aber das Schöne ist, als ich bei Stefan war, hat Stefan gesagt, was wenn nicht dann welche, dann verschenkst du 5 cm. Ja, 5 cm, stell dir mal vor. 5 cm 58. Ja gut. Also, Ziel ist klar. 58er Oberarm. Wie lange? Braucht ein Jahr für, glaube ich. Ja. Okay, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Das dauert. Dann so ein Cut. Alle mit Bärten und so. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ist natürlich einfach was, ein bisschen Spaß gewesen jetzt mal. Und checkt die Jungs unbedingt auf ihren Kanälen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was wir sonst so für Unfug treiben sollen. Und dann setzen wir das natürlich für euch um, wenn es uns möglich ist. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt: Willkommen bei!